wenn ich ein Stelleninserat lesen würde, wo es heissen würde, deine Aufgabe ist, dich wie ein Schaf zu verhalten unter den Wolf? Ich wüsste nicht, ob ich diese Stelle annehmen würde. Christi triumphiere in euren Herzen. Das Wort Jesu Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum in euch. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit suchte der Herr 72 andere Jünger aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Mensch des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes Haus. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt, heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist nahe. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann stellt euch auf die Straße und ruft: Selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück. Doch das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe. Die 72 kehrten zurück und berichteten voll Freude: Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir deinen Namen aussprechen. Da sagte er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Mikrofon jetzt. Liebe Mitfeiernde, immer in dieser Sommerzeit hört man wieder verschiedenste Meldungen darüber,
dass auf dieser Alp oder auf diesem Berg oben ein Wolf Schöfli gerissen hat. Und die Diskussion darum, ob man jetzt den Wolf stärker abschiessen soll oder nicht, das erhitzt die Gemüter zwischen denen, die von diesen Schöfli leben und zwischen denen, die gerne die Natur möchten schützen und der Natur den nötigen Raum auch geben. Immer wieder in den Zeitungen können wir davon lesen, von diesem Kampf. Homo homini lupus hat einmal ein Philosoph gesagt, nämlich der Thomas Hobbes, ein englischer Philosoph von der Aufklärung 17. 18. Jahrhundert. Homo homini lupus. Das heisst, der Mensch ist für den Menschen ein Wolf. Oder ein Mensch ist dem anderen ein Wolf. Der Thomas Hobbes ist davon ausgegangen, dass der Mensch eigentlich zuerst in erster Linie für sich selber schaut. Und dass die anderen Menschen, die um ihn herum sind, für ihn eine Konkurrenz oder sogar eine Gefahr darstellen. Wir müssen nicht weit schauen, wir können die Zeitung aufschlagen, wir können den Fernseher anschauen. Dann sehen wir, dass die Realität leider bestätigt ist, wenn wir von Krieg, von Gewalt, von Terror, von Tod und Verderben lesen. Homo homini lupus, ein Mensch ist dem anderen wie ein Wolf. Für Thomas Hobbes ist darum wichtig gewesen, dass eigentlich nur die gemeinsame Unterwerfung von allen Menschen unter das Gesetz vom Staat, dass nur das die schlimmsten Auswüchse vom wölfischen Verhalten der Menschen kann einigermaßen in eine Bahn lenken. Liebe Mitfeiernde, Homo homini lupus, ein Mensch ist dem anderen ein Wolf oder ein Konkurrent. Es hat vielleicht schon etwas. Der Egoismus, der ist halt stark. Es hat ja schliesslich mit dem Überlebenstrieb zu tun, den wir Menschen alle haben. Jedes Lebewesen will sich entfalten und schaut, dass es an einem sonnigen Plätzchen wächst oder an einem Ort, wo es genug zu essen gibt. Das ist nicht nur heute so, das war schon in allen Zeiten so gewesen. Aber ich glaube, der Thomas Hobbes war nicht ganz richtig gewesen. Denn aus christlicher Sicht, im Kern von jedem Mensch, glaube ich, ist auch der Funke vom Herrgott. Der Funke von der Liebe, von der Barmherzigkeit und besonders auch der Funke vom Frieden. Die Übergänge mögen fließend sein zwischen den Momenten, wo ich mehr nur auf mich schaue und den Momenten, wo ich auch bereit bin, für andere zu schauen. Aber beide Momente kommen sicher vor in einem Leben. Liebe Mitfeiernde, wir haben vorhin auch einen ähnlichen Satz gehört in diesem etwas längeren Evangelium, wo Jesus seine 72 Jünger aussenden und ihnen den Auftrag geben, dass sie in der Welt die frohe Botschaft verkünden und ins Leben umsetzen. Er hat gesagt, geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Schafe mitten unter den Wölfen. Also, wenn ich ein Stelleninserat lesen würde, wo es heissen würde, deine Aufgabe ist, dich wie ein Schaf zu verhalten unter den Wolf, ich wüsste nicht, ob ich diese Stelle annehmen würde. Aber offenbar habe ich es gemacht. Ich bin auch einer von denen, der wie ein Lämmchen sagt, unter den Wolf geht die frohe Botschaft verkünden. Aber nicht nur ich, sondern wir alle. Wir alle stehen als Gläubige, je länger sie mehr, in einem stärkeren Gegenwind, als das vielleicht noch in den Zeiten
wo die Kirche noch mächtig und kräftig war, der Fall war. Heute muss man sich nicht entschuldigen, dass man nicht in die Kirche geht. Heute muss man sich entschuldigen, dass man überhaupt noch in die Kirche geht. Geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Offenbar ist das nichts Neues. Es war auch schon zur Zeit von Jesus nicht einfach und lustig gewesen, ein Jünger oder eine Jüngerin des Herrn zu sein. Darum gibt Jesus seinen Anhänger, seinen Freunden einen guten Grundsatz mit. Das ist eine Aussendungsrede, die wir gehört haben. Die Ernte ist ein Bild eben für das Verkünden der frohen Botschaft, für das Verkünden des Reich Gottes, von dem, was Gott schon ausgesagt hat, in die Herzen der Menschen. Und das soll von der frohen Verkündigung aktiviert werden. Wir haben einen ganzen Katalog gehört. Keine Vorräte mitnehmen, keine zweiten Schuhe mitnehmen, keine zusätzlichen Kleider mitnehmen. Nicht zu viel sich ablenken, sondern zielgerichtet in die Welt rauszustehen. Sogar noch denen das Reich Gottes verkünden, die einem ablehnen, dort, wo man den Staub der Schuhe schüttelt, all denen tut man noch das Evangelium verkünden. Ja, das ist ein ziemlich anspruchsvolles Stellenprofil, das wir Christinnen und Christen heute haben. Für Christus ist es klar. Die wichtigste Grundhaltung, um in dieser Welt als Christ und Christin zu bestehen, in allen Auseinandersetzungen, in allem Konkurrenzkampf, wo wir alle auch irgendwie drinnen sind, im Job und im Verein und in den Kollegen. Der wichtigste Grundsatz ist für ihn, dass wir den inneren Frieden in uns innen tragen. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt diesem Haus, Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Mensch des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, bei ihm sein. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Und ich denke, liebe Mitfeiernde, das ist auch das, was der Paulus in der zweiten Lesung der Galater gesagt hat. Für mich ist die Welt gekreuzigt und ich bin der Welt gekreuzigt. Das heisst, wer aus der Taufe lebt, wer ein Christ ist, bei dem oder bei der ist alles ein bisschen durchkreuzt. Das heisst, es ist alles ein bisschen relativiert. Es kommt nicht mehr darauf an, ob wir einander Konkurrenz sein müssen, sondern es kommt darauf an, wie es der Paulus sagt, dass wir eine neue Schöpfung sind. Dass der christliche Geist, der Heilige Geist, in unseren Herzen ist. Und uns immer wieder verwandelt. Vielleicht auch gerade dort, wo wir meinen, wir müssen Konkurrenten sein, wir müssen einander etwas nicht gönnen, wir müssen für andere schauen. Dort, wo die Wolfsnatur in uns durchdringt, dort muss der Friede Christi uns beruhigen, uns in die richtige Bahn lenken. Das können wir nicht aus uns selber. Da brauchen wir immer wieder die Heilige Geistkraft. Ich wünsche uns, liebe Mitfeiernde, dass wir jetzt, wo wir ja vielleicht alle ein bisschen unterwegs sind in diesem Sommer, ja, wir sind wahrscheinlich ein bisschen mehr als 72, und dass wir dort, wo wir unterwegs sind, vielleicht in den Ferien oder bei den Verwandten, dass wir dort versuchen, als aktive Jüngerinnen und Jünger etwas von unserer Hoffnung, von unserem Glauben, von unserer Liebe zu verbreiten. Dass wir versuchen, als Dienerinnen und Diener vom Frieden unterwegs zu sein. Dann ist schon viel verkündet von dieser frohen Botschaft. Möge auch die Heilige Messe uns in dem stärken. Amen.